Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr weiter dabei seid. Heute zum zweiten Teil unserer Reihe praktische Führerscheinprüfung. Und in diesem zweiten Teil werden wir mal darüber sprechen, über die technischen Fragen, die der Prüfer euch fragen könnte, bevor ihr losfahrt in eurer Prüfung. Vorab, also ihr könnt bei diesen Fragen nicht durchfallen, aber ihr könnt natürlich einen schlechten Eindruck hinterlassen und es wird euch ja auch nicht sicherer machen, wenn ihr zwei, drei Fragen bekommt und ihr habt keine passende Antwort darauf. Und irgendwo wird der Prüfer sich natürlich ein Vermerk da hinten machen und ja, dann habt ihr den ersten Makel auf dem Zettel und seid eigentlich noch nicht mal losgefahren. Also das ist eine Sache, die kann man definitiv vermeiden. Deswegen gehen wir das heute mal an, ganz intensiv. Wir werden das von der Wahrscheinlichkeit her so machen, also die Fragen, die ich jetzt am Anfang mit euch bearbeite, die sind auch am wahrscheinlichsten, dass sie drankommen. Dann gibt es so ein paar exotische Sachen, da ist es eher unwahrscheinlich, dass der Prüfer es fragt, aber es ist möglich. Also das sind dann so Fragen, die habe ich vielleicht so ein, zweimal im Jahr. Also deswegen müsst ihr halt trotzdem Bescheid darüber wissen, da so Mut zur Lücke zu machen, würde ich nicht unbedingt machen. Ja? Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Unterschied vom Fahrzeug her. Das könnt ihr natürlich dann auch mal in eurer Bedienungsanleitung genau nachlesen und letztendlich dann ja auch mit eurem Fahrlehrer. Der wird das Ganze mit euch ja auch nochmal durchgehen, bevor ihr denn zur praktischen Prüfung antreten werdet. Ja? Aber wir gucken jetzt mal im Einzelnen, was der Prüfer euch wirklich fragen könnte und was ihr letztendlich darauf antworten solltet. Eine der Lieblingsfragen der Prüfer bezieht sich auf den Reifen. Ich kann jetzt 2 Stunden über den Reifen philosophieren. Da gibt es so viele Sachen zu sagen, die wichtig sind. 3 reichen für den Prüfer aber eigentlich aus. Ja? Also wenn ihr mehr wissen wollt, ist das natürlich nicht von Nachteil. Dann guckt ihr euch das in eurem Lehrbuch mal ganz genau an. Aber wie gesagt, diese 3 Sachen, die sind wichtig, die werden abgefragt und das reicht eigentlich in der Regel aus. Ja? Also, erstes ist natürlich die Profiltiefe. 1,6 mm müsst ihr mindestens haben, das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, das habt ihr schon in der Theorie gelernt. Jetzt wäre seine nächste Frage natürlich dahingehend, wie kann man das messen? Dann könnte man einen Profiltiefenmesser nehmen, wenn man sowas zur Hand hat. Den kann ich dann in die Profilrillen reinlegen, das solltet ihr dann über die ganze Reifenbreite dann eigentlich auch machen. Und dann kann ich genau ablesen, wie viel Millimeter Profil ich tatsächlich habe. Wenn ich das nicht zur Hand habe, dann kann ich diesen sogenannten TWI-Steg nehmen. Das ist eine englische Abkürzung, Tread Wear Indicator. Und dann habe ich so eine Gummierhöhung in der Profilrille und die ist genau 1,6 mm hoch. Das heißt, wenn euer Reifen plan ist, dieselbe Höhe hat wie dieser Gummisteg, dann habt ihr Mindestprofiltiefe erreicht und dann muss das Ding auch wirklich allerspätestens in den Mülleimer. Wie man das finden kann, wenn ihr mal außen an der Flanke guckt, dann werdet ihr sehen, dass ihr hier entweder so ein Dreieck findet oder aber diesen Schriftzug TWI und das geht über die ganze Reifenbreite, also über die ganze Reifenfläche. Ich glaube, das habt ihr 6 oder 7 Mal, also ihr könnt an mehreren Stellen das wirklich kontrollieren. Und wenn wir jetzt hier mal wirklich auf den Reifen, auf die Lauffläche gehen, dann könnt ihr sehen, dass hier so eine Gummierhöhung ist. Seht ihr das hier? Ja? Und die ist genau 1,6 mm hoch und wenn der Reifen dieselbe Höhe hat, dann muss das Ding wirklich in den Mülleimer. Und das können wir hier auch sehen. Ganz so pralle hier ist das hier bei unserem Reifen eigentlich auch nicht mehr. Ich denke mal, das werden jetzt hier vielleicht noch so, naja, so 3,5, 3 Millimeter sein. Also hier müssen wir dann auch so langsam mal drüber nachdenken, dass wir vielleicht auch mal die Reifen tauschen werden. Ja? Nächste Möglichkeit, was ich kontrollieren kann am Reifen, das wäre natürlich optische Mängel, Beschädigungen. Also einmal kann ich dann in meiner Lauffläche natürlich gucken, ob da irgendwelche Gegenstände drin stecken, Nägel oder zum Beispiel Schrauben. Und an der Reifenflanke, da ist der Reifen eigentlich am dünnsten, das ist die schwächste Stelle und ist natürlich sehr anfällig bei Bordsteinkanten. Also da bitte auch mal gucken, ob da irgendwelche Risse drin sind, ob irgendwelche Beulen drin sind oder sowas. Dann ist das natürlich auch wieder eine Sache Reifenwechsel. Ja? Das dritte wäre dann der Luftdruck. Ich kann einmal gucken in eurer, oder ihr könnt gucken in eurer Bedienungsanleitung, dann stehen natürlich die exakten Werte drin für den Luftdruck und ihr werdet im Auto in der Regel irgendwo einen Aufkleber finden. Entweder ist der im Tankdeckel eingeklebt oder ihr habt den in der Tür und dann stehen halt Vorderachse, Hinterachse beladen oder nicht beladener Zustand. Ja, wir können uns das gleich mal angucken, gehen einmal kurz ums Auto und dann machen wir mal den Tankdeckel auf. So, wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann seht ihr, ja, Vorderachse, Hinterachse, beladen und nicht beladen. Also da habt ihr dann nochmal die Angaben über euren Reifendruck. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Meistens sitzt ihr dabei im Auto und ihr müsst es einfach von eurer Position des Fahrersitzes aus erklären. Ihr müsst nicht aussteigen. Ja, das ist eher selten, kann aber durchaus vorkommen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Wechsel habt der Prüflinge und ihr kommt dann ans Auto und der Prüfer steht zufällig auch außen, dann kann das auch sein, dass er mit euch einfach draußen an den Reifen geht und ihr müsst es da erklären. Ja, aber normalerweise macht es von innen.
So, Thema Beleuchtung. Da gibt es natürlich so mehrere Sachen, die man jetzt fragen könnte. Ich denke mal, dass ihr eigentlich aber fit sein müsstet. Ihr habt ja alle eure Nachtfahrten gemacht und habt ja auch die Beleuchtung da durchgesprochen und auch entsprechend dann benutzt beim Fahren. Oftmals begnügen sich die Prüfer schon damit, dass sie einfach nach den Kontrolllampen für das Fernlicht und für die Nebelschlussleuchte fragen. Also Fernlicht blau, Nebelschlussleuchte orange oder gelb. Und dann sind viele schon zufrieden. Manche lassen es natürlich dann auch durchschalten. Das machen wir natürlich jetzt auch mal. Also wenn wir jetzt, ich kann natürlich jetzt erstmal hier nur für den Golf 7 hier sprechen, ne? Also der Lichtschalter wird sicherlich bei euren Fahrzeugen ein bisschen anders aussehen, aber dafür habt ihr eure Bedienungsanleitung und dann denke ich mal, habt ihr das relativ schnell raus. Also wenn ich jetzt hier mal auf die erste Position nach rechts gehe, auf Automatik, dann kann das durchaus sein, dass das Fahrzeug jetzt das Abblendlicht anschaltet. Das ist immer natürlich ein bisschen abhängig von der Witterung und von der Tageszeit, je nachdem wie hell es ist. Also das Fahrzeug misst den Lichtwert draußen und ab einem bestimmt eingestellten programmierten Wert schaltet ihr halt das Abblendlicht ein. Jetzt kann das sein, wenn ihr die Prüfung morgens fahrt oder tagsüber und es ist hell, dass ihr auf Automatik den Schalter stehen habt, aber das Licht ist nicht an. Und wenn ihr dann das Fernlicht zuschalten sollt, dann wird es nicht funktionieren, weil für diese Zusatzbeleuchtung braucht ihr immer A, die Zündung, die muss an sein und das Abblendlicht muss brennen. Also es kann dann durchaus sein, dass ihr dann einmal bitte ganz nach rechts drehen müsst und habt dann auf dieser Position das Abblendlicht manuell und dauerhaft angeschaltet. Ja? Dazwischen die Position, das ist für das Begrenzungslicht, auch vielleicht nicht unwichtig, könnte auch mal sein, dass er danach fragt. Und wenn wir jetzt mal das Fernlicht zuschalten, dann müssen wir hier an den Blinkerarm gehen und wenn wir den nach vorne drücken, Richtung Tacho, dann haben wir hier auch die blaue Kontrolllampe. Ja, ich mache es nochmal aus und die sagt euch jetzt, dass das Fernlicht zugeschaltet ist. Wenn wir das einmal zum Lenkrad hinziehen, dann seht ihr, es flackert einmal kurz aus. Das ist jetzt die Lichthupe und für die Nebelschlussleuchte müssen wir wieder hier zurückgehen an den Drehschalter. Wenn ich den jetzt rausziehe auf die erste Position, dann seht ihr hier auf der linken Seite ist eine grüne Kontrolllampe angegangen. Das sind die Nebelscheinwerfer für vorne. Ziehe ich auf die zweite Position, dann habe ich die Nebelschlussleuchte an. Die Kontrolllampe ist jetzt nicht am Schalter, da müssen wir einmal am Tacho gucken. Ja, da ist die Kontrolllampe, ich mache es nochmal aus. Und daran könnt ihr dann halt sehen, dass die rote Lampe hinten leuchtet an eurem Heck und das ist ein relativ grelles Licht und dürft ihr auch nur anmachen, wenn die Sicht ausschließlich durch Nebel unter 50 Meter ist und die Kontrolllampe habt ihr halt hier vorne in gelb oder in orange, wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet. Ja? Dann haben wir noch eins, was die Beleuchtung angeht, das ist das Warnblinklicht, auch da an unterschiedlicher Stelle in euren Fahrzeugen müsst ihr auch mal gucken, normalerweise eigentlich immer irgendwo rot, Signalfarbe, fällt eigentlich ganz gut ins Auge und dann seht ihr auch, das funktioniert, ja. So, es würde jetzt noch die Möglichkeit bestehen, ist natürlich sehr gering, dass der Prüfer das mit euch macht, dass er euch tatsächlich aussteigen lässt und dass ihr draußen auch nochmal die Beleuchtung kontrolliert und vielleicht auch nochmal die Beleuchtung auch noch benennt, wo zum Beispiel die Nebelschlussleuchte hinten sitzt oder wo der Rückfahrscheinwerfer ist oder sowas. Also für diesen unwahrscheinlichen Fall gehen wir natürlich auch nochmal nach draußen und schauen wir uns das auch nochmal aus dieser Position an. Also von draußen sieht jetzt so aus, wie gesagt, das ist eher unwahrscheinlich, ich habe das schon wirklich lange nicht mehr gehabt, aber das sind halt immer so Sachen, die zumindest mal möglich sind. Ja? Ich könnte jetzt von draußen nochmal eine Kontrolle machen an meinen Scheinwerfergläsern, dass die auch nicht gesprungen sind, dass da kein Wasser reinlaufen kann in die Scheinwerfer, durch vielleicht einen Steinschlag oder was auch immer da mal passiert ist und dass sie natürlich auch entsprechend sauber sind. Ne? Also wenn sie natürlich völlig verdreckt sind, dann ist klar, dann kann der Scheinwerfer nach vorne natürlich auch nicht entsprechend Licht werfen. Und ansonsten könnt ihr dann halt einfach nur noch mal schauen, dass auch wirklich die Birnen auch alle funktionieren. Also hier können wir jetzt sehen, das Abblendlicht leuchtet, das Fernlicht ist auch an, der Blinker funktioniert auch. Wenn wir jetzt hier nach unten einmal gucken, dann haben wir auch den Nebelscheinwerfer, der funktioniert. Aber ihr würdet ja auch bei den modernen Autos mittlerweile dann auch schon eine Meldung bekommen über eine Kontrolllampe, dass ihr also im Cockpit dann auch schon gleich Bescheid bekommt, wenn ihr dann die Information braucht, dass irgendwas ausgefallen ist, dass irgendeine Lampe kaputt gegangen ist. Jetzt gehen wir nochmal nach hinten und schauen da nochmal. So, wenn wir jetzt einmal noch nach hinten schauen, dann können wir natürlich auch ganz gut sehen, also die Rücklichter sind an, da gibt es ja keine Abstufung, ob ich jetzt Abblendlicht anhabe oder Begrenzungslicht, ganz auf der rechten Seite. Dann das Bremslicht können wir natürlich jetzt nicht kontrollieren, da müssen wir jetzt jemanden haben, der dann nochmal sich ins Auto setzt und einmal auf die Bremse tritt. Ansonsten haben wir die beiden weißen Lichter hier, wenn wir hier mal schauen. Ja, auf der rechten und auf der linken Seite, das ist für den Rückfahrscheinwerfer. Manche Autos haben auch nur einen. Genauso sieht es mit der Nebelschlussleuchte aus. Die haben wir jetzt hier vorne, dieses grelle Licht. Da gibt es auf diesem Fahrzeug also auch nur eins. Es gibt auch
durchaus Fahrzeuge, die haben rechts und links eine Nebelschlussleuchte. Das ist immer so von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Ne? Blinker sehen wir auch, die funktionieren. Dann könnte man hier unten nochmal gucken am Kennzeichen, dass da die beiden kleinen Birnen auch nochmal leuchten. Reflektoren haben wir hier unten auch, links und rechts. Und wenn wir an der Seite mal gucken, dann seht ihr auch, dass der Blinker funktioniert. Und das wäre jetzt wirklich so die, ja, ganz intensive, extreme Kontrolle der Beleuchtung von außen. Die Handbremse wäre auch noch eine Möglichkeit, wo der Prüfer euch Fragen zu stellen könnte. Also, dass sie angezogen ist, das sehe ich hier an dem P, was ich hier habe. Und wenn ich jetzt hier mal rüberschwenke, dann sehe ich das natürlich auch hier an meiner Kontrolllampe von diesem kleinen Haken, den ich hier habe. Also hier habe ich jetzt nicht mehr diesen langen Bügel, den ihr vielleicht noch kennt, sondern einfach diesen kleinen Haken, wo ich mit dem Finger drunter hake. Das sagt mir natürlich jetzt erstmal, wenn ich mit dem Fahrzeug in der Ebene stehe, nicht wirklich etwas darüber aus, dass die Handbremse tatsächlich funktioniert und das Auto auch hält. Und deswegen müsst ihr einmal eine Kontrolle machen, indem ihr das Fahrzeug einmal startet. Legt den ersten Gang ein und jetzt lasst ihr die Kupplung mal so ein bisschen kommen an den Schleifpunkt. Ich nehme mal jetzt die Kamera vorne auf die Motorhaube und dann seht ihr, dass die Motorhaube gleich so ein bisschen hochkommt. Ja? Und jetzt merkt ihr, okay, das Fahrzeug fährt nicht los, die Handbremse funktioniert, hindert das Fahrzeug am Weiterfahren oder am Anfahren. Und damit wisst ihr dann auch, dass die Handbremse jetzt nicht nur die Kontrolllampen hat, die leuchten, sondern dass sie auch tatsächlich funktioniert. So, zum Thema Kontrolllampen, also auch eine ganz beliebte Frage mal der Prüfer. Ja, früher war das so, dass es ja so 2-3 Kontrolllampen an den Autos gab. Heutzutage sieht das ganz anders aus, wenn man da die Zündung anmacht, dann ist das wie so ein Weihnachtsbaum. Dann hat man da also zig Leuchtdioden in unterschiedlichen Farben, die anfangen zu leuchten. Das Auto macht da mehr oder weniger so ein Check-up und macht erstmal alle Kontrolllampen an, um zu überprüfen, ob die auch alle funktionieren, damit ihr natürlich auch eine entsprechende Information darüber bekommt, wenn im Fahrbetrieb irgendetwas ausfällt, nicht mehr richtig funktioniert, dass ihr entsprechend reagieren könnt. Ja? Deswegen ist schon wichtig, dass ihr auch um eure Kontrolllampen so ein bisschen Bescheid wisst. Denn wenn ihr die A ignoriert und oder B ist vielleicht gar nicht bemerkt und ihr fahrt weiter, dann kann das durchaus sein, dass ihr euch einen richtigen Folgeschaden einfahrt. Motor oder Getriebe oder sowas. Ja? Und deswegen ist es halt wichtig, dass ihr wisst, was ihr für Kontrolllampen habt. Auch da gibt es Unterschiede bei den Fahrzeugen. Wenn ich jetzt die Zündung mal anmache, dann seht ihr, relativ viele Lampen gehen an. Die meisten davon gehen jetzt alle wieder aus. Und wenn wir jetzt mal genau gucken, dann sehen wir, dass hier die Lampe anbleibt von der Handbremse, unten dieses P. Und dann haben wir hier nochmal dieses kleine Männchen. Das heißt, dass ich jetzt hier, also der Fahrersitz ist hier belegt, das hat er erkannt. Aber ich bin nicht angeschnallt, der Gurt ist nicht im Schloss. Und dann haben wir da oben nochmal eine, die ist relativ wichtig, die ist eigentlich auch bei fast allen Autos vorhanden. Das heißt Motorelektronik, Motorsteuerung. Ja? Wenn ich natürlich jetzt das Auto starte, dann müssen diese Kontrolllampen logischerweise alle ausgehen. Die für die Handbremse bleibt natürlich an und für das Gurtschloss, die bleibt auch an. Und wenn die jetzt während der Fahrt leuchten oder nach dem Starten des Motors weiter anbleiben, dann habt ihr natürlich ein Problem. Also grundsätzlich solltet ihr dem Prüfer all die Lampen erklären können, die nach dem Einschalten der Zündung anbleiben. Und das ist jetzt bei diesem Auto eigentlich nur die Motorelektronik, die Motorsteuerung. Das heißt letztendlich, das kann was sein, dass mit der Abgasführung was nicht in Ordnung ist, dass es an der Zündanlage irgendwelche Probleme gibt oder dass die Einschutzanlage nicht optimal funktioniert. Ja? Das wäre dann also wirklich was für die Werkstatt. Bei vielen Fahrzeugen ist es noch so, dass zusätzlich noch diese Batteriekontrollleuchte an ist, die rote. Das ist bei dem Auto jetzt nicht mehr. Und schaut mal auf dieses Bild, dass ihr auch genau wisst, welche Lampe ich meine. Also das würde jetzt bedeuten, dass die Batterie nicht geladen wird. Ja, also ich kann natürlich Verbraucher zuschalten, das Radio anmachen, das Licht anschalten und den Strom nehme ich natürlich von meiner Batterie und wenn ich das zu lange mache, habe ich die Batterie irgendwann entladen, dann könnte das Auto nicht mehr starten. Ja. Und wenn die während der Fahrt angeht, dann heißt es halt einfach, dass die Batterie jetzt auch während der Fahrt nicht geladen wird. Das könnte theoretisch die Batterie sein, ist es meistens aber nicht. Meistens ist es der Keilriemen, der gerissen ist. Das ist also die Verbindung vom Motor zur Lichtmaschine, zum Generator, der dafür sorgt, dass die Batterie auch während der Fahrt dann aufgeladen wird. So, dann habe ich jetzt noch so ein paar, ich würde mal sagen, diverse Sachen. Ja? Die gehen so ein bisschen quer durch den Garten. Hier haben wir die Hupe noch. Da könnte sein, dass er mal nachfragt. Auch da ist natürlich unterschiedliche Position bei den Fahrzeugen. Er könnte, das habe ich letztens erstmal gehabt, auch seit langer Zeit wieder, nach der Heckscheibenheizung fragen. Und die funktioniert jetzt hier bei diesem Auto auch nicht, wenn die Zündung an ist. Da muss ich tatsächlich den Motor starten. Hier haben wir diesen kleinen Knopf dafür.
Und wenn ich dann hier drauf drücke, dann seht ihr auch, jetzt habe ich auch die Kontrolllampe, die hier leuchtet. So, jetzt funktioniert es. Okay. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr wirklich darum Bescheid wisst, weil das ist ja auch vorgeschrieben bei jedem Fahrzeug. Das muss man also haben, damit ihr hinten dann auch eure Heckscheibe entsprechend schnell wieder frei bekommt, wenn die tatsächlich mal anlaufen sollte. Ja. Verbandskasten und Warndreieck wäre auch noch eine Möglichkeit. Hatte ich hinten natürlich im Kofferraum. Und dann haben wir noch den Scheibenwischer. Das könnte durchaus sein. Ich hoffe, dass ihr alle schon Fahrstunden auch hattet und im Regen gefahren seid, dass ihr das kontrollieren oder nicht kontrollieren, sondern auch wirklich üben konntet. Und wenn wir das hier mal machen und ich drücke den jetzt einmal nach unten, dann habe ich den Wischer einmal an. Wenn das zu lästig wird, ihr müsst es zu häufig machen, dann müsst ihr natürlich eine Stufe nach oben. Das wäre dann Intervall, dann geht er halt alle paar Sekunden mal an. Den kann ich nochmal fein justieren. Und eine Stufe weiter wäre halt permanent an. Und dann habe ich nochmal eine sehr schnelle Stufe, wenn ihr wirklich ganz starken Regen habt. Ja. Wenn ihr den Heckwischer anhaben möchtet, dann müsst ihr den Hebelarm nach vorne zum Tacho drücken. Hinten gibt es nur den Intervall. Drückt ihr noch ein bisschen weiter, dann habt ihr hinten auch eure Waschanlage an. Und wenn ihr die Waschanlage vorne braucht, dann müsstet ihr den Hebelarm zum Lenkrad hinziehen. Dann habt ihr vorne auch das Wischwasser drauf. Ja, also das wären noch so ein paar diverse Fragen, die mir jetzt so einfallen. So, jetzt besteht die Möglichkeit, dass der Prüfer euch die Motorhaube öffnen lässt. Ja? Also ich habe das da auch schon immer wieder mal beobachten können bei Fahrschülern, die irgendwo zur Prüfung gehen, wenn wir dann warten, dass die also verzweifelt versuchen, dann die Motorhaube zu öffnen. Das ist natürlich irgendwie so ein Zeichen, dass man das dann vorher nicht ausreichend gemacht hat. Also normalerweise öffnet man die Motorhaube eigentlich immer unten links am Anfang der Fahrertür. Also da ist dann immer so ein Griff, wo man auch wirklich gut reingreifen kann. In Ausnahmefällen kann das auch mal sein, dass es irgendwo an der Lenksäule ist, aber normalerweise werdet ihr diesen Griff immer hier unten finden. Ja? Jetzt ist es bei diesem Auto nochmal zusätzlich gesichert. Also ich kann den jetzt nicht nach hinten ziehen. Das funktioniert erst, wenn ich meine Tür geöffnet habe. Und dann lässt dieser Griff sich nach hinten ziehen und dann knackt es auch deutlich. Und dann merkt ihr, ihr habt die Motorhaube eigentlich geöffnet. Die ist dann vorne nochmal zusätzlich durch den Riegel nochmal gesichert. Und das schauen wir uns jetzt von außen an. So, wenn ihr die Motorhaube jetzt öffnen möchtet, dann ist sie zusätzlich nochmal durch den Riegel gesichert. Ihr müsst jetzt einmal hier in der Mitte drunter fassen. Bei manchen Autos vielleicht irgendwo rechts oder links, ist es unterschiedlich. Und wenn ihr hier mal ein bisschen fühlt, dann merkt ihr hier schnell, dass hier irgendwo noch so ein Haken ist. Den drückt ihr nach oben. Und siehe da, die Haube ist auf. Jetzt bitte keinen Schreck kriegen. Ihr müsst jetzt hier keine technischen Analysen machen. Ihr solltet lediglich in der Lage sein, Füllstände überprüfen zu können. Und wir fangen einfach mal an mit dem Motoröl. Also wo ich das messen kann, das ist natürlich der Ölmessstab. Der fällt eigentlich immer sofort ins Auge, weil der orange oder gelb ist. Wenn wir den jetzt hier rausziehen, dann ist der natürlich erstmal vollgespritzt mit Öl vom Fahrbetrieb. Also müssten wir den jetzt einmal abwischen, nochmal reinstecken, dann nochmal rausziehen und dann würdet ihr ein entsprechendes Messergebnis bekommen. Ja? Und dann irgendwo, ich mache das jetzt nicht, weil ich habe keinen Lappen in der Hand, dann habt ihr hier zwei Markierungen, Minimum und Maximum, und irgendwo dazwischen müsste dann logischerweise der Ölstand sich befinden. Ja? Und wenn ihr jetzt Öl nachfüllen müsst, dann guckt mal hier ist auch eine Ölkanne drauf, ja, kann man eigentlich auch ganz gut sehen. Also ihr müsst eigentlich nur auf die Deckel gucken, die sind immer sehr hilfreich. Und da würdet ihr jetzt Öl nachfüllen. Das müsstet ihr dann einfach mal in eurer Bedienungsanleitung nachlesen, da steht dann genau drin, welches Öl ihr braucht. Oder ihr sucht euch einfach mal diesen Zettel, den ihr hier im Motorraum meistens findet. Da steht dann nochmal drauf, dass hier schon mal ein Ölwechsel war, das Datum, welcher Kilometerstand und auch welches Öl eingefüllt wurde. Ja? Wenn ihr den Ölstand nun kontrolliert, dann solltet ihr das Auto natürlich irgendwo in der Ebene abstellen und einen Moment mal warten, dass das Öl wirklich zurückläuft, weil der Ölmessstab ist relativ lang, der misst unten in der Ölwanne am tiefsten Punkt und das dauert einfach einen Moment, bis das Öl zurückgelaufen ist. Ja? Für das Kühlwasser, also der Kühler ist nach wie vor hier vorne im Fahrtwind, aber man verbaut es heutzutage eigentlich nicht mehr so, dass man das am Kühler selber aufschraubt, sondern man hat irgendwo einen Ausgleichsbehälter, links oder rechts, irgendwo an der Seite verbaut, in diesem Fall hier auf der linken Seite. Und wenn wir da mal gucken, dann haben wir da auch Minimum und Maximum, also da kann ich schon mal nachgucken und dann sieht man auch, dass das eher so eine rosa Flüssigkeit ist. Ne? Da ist natürlich jetzt auch Frostschutz mit drin für den Winterbetrieb. Ist auch ganz wichtig, dass ihr das auch mal mit überprüft, also nicht nur den Füllstand. Wenn da was fehlt, dann könnt ihr normales Leitungswasser nehmen, dass er da rechts hatte ich bitte auch entsprechend ausreichenden Frostschutz drin habt. Das kann man an einer Tankstelle spindeln, nennt sich das. Das machen die kostenlos, die halten dann so ein Gerät rein und die können euch sofort sagen, bis auf wie viel Grad euer Kühlwasser Frostschutz geschützt ist. Ja? Dann seid ihr da immer auf der sicheren Seite. So, dann haben wir hier vorne noch einen Behälter. Der ist für die Scheibenwaschanlage.
Auch ganz wichtig, vor allen Dingen im Winter. Im Winter werdet ihr die Scheibenwaschanlage noch viel häufiger brauchen. In der Regel, wie das im Sommer der Fall ist, durch das ganze schlechte Wetter, den Schnee, den Schneematsch und vor allen Dingen auch das ganze Streusalz, was auf der Scheibe ist. Und dann habt ihr, wenn ihr kein Wischwasser drin habt, dann wirklich einfach nur so eine Schmiererei und ihr könnt also gar nichts sehen. Ja? Und ja, ihr macht einfach den Deckel auf und dann könnt ihr halt entsprechend da Wasser nachfüllen. Da bitte auch darauf achten, natürlich für den Winter, dass ihr da einen Frostschutz drin habt. Das Wasser ansonsten natürlich immer irgendwie kombiniert mit einem Reiniger. Nur mit Wasser ist das ein bisschen schwierig, die Scheibe sauber zu bekommen. Dann haben wir hier hinten noch einen kleinen Behälter. Wenn wir da mal drauf gucken, dann ist das so ein Kreis mit so zwei Backen, die da dran drücken. Das ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit. Also den lassen wir eigentlich jetzt auch in Ruhe. Den solltet ihr nicht aufschrauben. Das ist wirklich was für die Werkstatt. Ja? Also da kann man dann nochmal gucken. Füllstand, Minimum, Maximum. Und wenn ihr seht, ja, da ist eher zu wenig drin, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat eure Bremse jetzt wirklich Verschleiß, dass ihr da mal in die Werkstatt müsst und müsst dann die Bremsbeläge erneuern lassen, oder ihr habt irgendwo ein Leck und es tropft irgendwo raus. Und wenn ihr natürlich jetzt hier oben aufschraubt und kippt dann fleißig nach und unten läuft es raus, dann habt ihr irgendwann das Problem, dass ihr vielleicht dann auf die Bremse tretet und es funktioniert nichts mehr. Ja? Ein Tipp vielleicht noch für die, die ein gebrauchtes Auto kaufen. Wenn ihr zum Vertragshändler geht, dann gehe ich mal davon aus, dass sie sowas überprüfen werden. Ein Auto von einer Privatperson, da müsst ihr natürlich immer Obacht geben. Diese Flüssigkeit, die da drin ist, die ist hygroskopisch, das heißt, sie zieht Wasser an. Und mit der Zeit wird der Wasseranteil immer höher, das heißt, der Siedepunkt fällt auch. Der liegt so ungefähr bei 260 Grad, wenn die neu ist. Und je höher der Wasseranteil ist, umso weiter nach unten fällt natürlich der Siedepunkt. Und dann kann das natürlich irgendwann sein, wenn die Bremse mal extrem belastet wird, dass sich da Luftblasen bilden in eurer Leitung. Und mit Luft lässt sich natürlich nicht wirklich bremsen. Dann habt ihr im schlimmsten Fall einen Totalausfall eurer Bremse. Also da bitte immer darauf achten, bei gebrauchten Autos, die ihr kauft, dass ihr dann bitte einmal eure Bremsflüssigkeit überprüft. Prüfen lassen könnt. Das macht ihr in der Werkstatt, die nehmen dann eine kleine Probe raus und dann könnt ihr euch sofort sagen, wie der Siedepunkt eurer Bremsflüssigkeit ist. Ja? So, das Letzte, was man jetzt noch überprüfen könnte, das wäre die Batterie, wobei man da heutzutage nicht mehr viel machen kann. Die Dinger sind wartungsfrei, da kann man nichts mehr aufschrauben. Also da könnt ihr einfach nur gucken, dass der Sitz fest ist und dass die Anschlüsse entsprechend auf den Polen sitzen, und das war es letztendlich dann auch schon. Ne? Mehr kann man jetzt eigentlich auch nicht großartig überprüfen. Jetzt macht man den Deckel wieder zu. Das macht ihr folgendermaßen. Ihr geht ja so bis auf 20 cm und dann lasst ihr einfach den Deckel los, die Motorhaube fallen und dann schnappt die ein. Falls die nicht ganz zu sein sollte, ja, dann tut mir eingefallen, wenn ihr Ringe am Finger habt, dann seid vorsichtig, wenn ihr die Hand so drauf setzt und drückt, oder ihr habt einen Schlüsselbund in der Hand, dann geht schnell, dass ihr euch einen Kratzer auf die Motorhaube macht. Ja? Also eventuell nochmal den Haken nochmal anziehen und nochmal aufmachen, und wenn das halt nicht funktioniert, dann drückt ihr halt nochmal nach, aber bitte nichts in der Hand haben dabei. So, dann haben wir eine Sache noch, und zwar das Lenkungsspiel. Auch das ist eine Frage, die wirklich sehr, sehr selten drankommt, ein, zwei Mal im Jahr oder sowas. Öfter kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gehabt habe. Es ist oftmals so, dass die Prüfer das auch im Auto fragen und man das erklären kann. Der eine oder andere Prüfer möchte aber, dass es auch wirklich dann zeigt. Das müsste dann so aussehen. Also vorab vielleicht, wenn ich das Lenkrad bewege, dann bewegt sich nicht sofort mein Rad mit. Da ist also ein kleines Spiel, unter anderem damit eine Lenkung auch nicht brechen kann. Wenn ich natürlich jetzt so viel am Lenkrad arbeiten kann und mein Rad bewegt sich ja nicht mit, dann habe ich natürlich ein Problem, das funktioniert nicht. Also dieses Lenkungsspiel darf maximal 2 bis 3 cm betragen, mehr nicht. Ja? Kontrollieren tue ich das folgendermaßen: Ihr startet den Motor, weil ihr braucht natürlich auch den Druck für die Servolenkung. Und ihr müsst jetzt aussteigen, deswegen ganz wichtig, macht bitte den Leerlauf rein. Nicht, dass ihr es vergesst, nehmt den Fuß von der Kupplung, das Auto macht einen Satz nach vorne. Dann bitte auch die Handbremse anziehen, damit das Auto nicht anfängt zu rollen, wenn ihr draußen seid. Macht das Fenster auf eurer Seite runter und dann fangt ihr gleich an, am Lenkrad zu drehen. Ihr steht ja dann außen. Das heißt, ihr könnt am Lenkrad drehen und könnt wunderbar das Rad außen beobachten. Und dann fangt dann erst an, relativ viel zu drehen, und dann wird es immer weniger. Bei diesem viel Drehen kann ich dann relativ schnell kontrollieren, dass, ob es anfängt zu knacken in der Lenkung. Also ob da im Lenkgestänge irgendwas nicht in Ordnung ist. Das wäre natürlich dann auch wieder eine Sache für die Werkstatt. Ja? Also ich gehe mal nach draußen. Fasse jetzt ans Lenkrad, kann also wunderbar beobachten, was mein Rad draußen macht. Mache jetzt erst größere Bewegungen und höre mal genau, da knackt nichts. Und jetzt werde ich halt immer kleiner und immer kleiner, und ich merke, das Rad bewegt sich immer noch. Es bewegt sich immer noch, und jetzt hört es auf, sich zu bewegen, und ich bin jetzt hier eigentlich in diesem kleinen Bereich hier. Also eigentlich kein messbares Lenkungsspiel mehr vorhanden. Das heißt, ihr seid da absolut auf der sicheren Seite. Verkehrs- und Betriebssicherheit sind hier absolut gegeben, was das angeht, und alles ist in Ordnung. So, noch eine sehr seltene Frage. Der Prüfer könnte euch zur Betriebsbremse
eine Frage stellen. Und ja, wenn ihr auf das Bremspedal tretet, dann darf von diesem Bremspedal maximal ein Drittel Leerweg sein. Dann muss ich dann Widerstand aufbauen. Dafür muss ich aber den Motor starten, weil ich habe ja eine hydraulisch betriebene Scheibenbremse. Und nur bei laufendem Motor baut sich auch der Hydraulikdruck auf, den ich für die Bremse brauche. Ja? So, wenn ich jetzt auf das Pedal trete, dann merke ich relativ schnell, dass ich dann Widerstand aufbaue. Und wie gesagt, da darf es jetzt maximal ein Drittel vom kompletten Pedalweg sein. Dann muss ich da so weit einen Widerstand aufgebaut haben, dass ihr das Pedal nicht weiter treten dürft. Ja? Die Kontrolle wäre jetzt, die ihr noch machen könnt. Ihr seid ja dann in der Regel irgendwo auf dem Parkplatz. Das heißt, ihr nehmt den ersten Gang und fahrt mal so 2-3 Meter nach vorne. Und geht dann einfach mal auf die Bremse, keine Vollbremsung machen, ganz normal anhalten, bremsen. Man merkt, das baut sich Druck auf und alles ist okay. Das wäre also die Kontrolle für die Betriebsbremse. Selten, aber könnte vorkommen. So ihr Lieben, das waren meine Tipps für euch zum Thema technische Abfrage für eure praktische Führerscheinprüfung. Ich denke mal, dass ihr im Laufe des Videos gemerkt habt, dass es von Fahrzeug zu Fahrzeug doch so kleine Unterschiede geben wird. Also nehmt euch doch dann auch mal die Bedienungsanleitung von eurem Fahrschulwagen, leiht ihr euch vielleicht mal aus, 1-2 Tage vor der Prüfung und guckt mal im Technikkapitel in eurem Lehrbuch, da stehen also auch noch viele Sachen drin und dann werdet ihr es natürlich auch mit eurem Fahrlehrer intensiv machen. Also von daher denke ich, dass ihr dann wirklich top vorbereitet seid, dass ihr da keine Probleme haben werdet. Es sind ja auch nur so ganz banale Fragen, die sich auf die Verkehrs- und die Betriebssicherheit beziehen. Und die sind natürlich auch wirklich wichtig, jetzt nicht nur für die Prüfung, auch für später. Ich nehme mal nur das Beispiel jetzt hier, dieser Golf, der hat schon über 1300 Kilo Gewicht. Ihr könnt natürlich auch viel kaputt machen mit so einem Fahrzeug, wenn ihr im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmt. Von daher muss es wirklich möglich sein, dass ihr die eine oder andere Sache auch wirklich selber kontrollieren könnt. Ja? Wenn das Video hilfreich war für euch, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zum dritten Teil, wenn wir dann eine Originalprüfungsstrecke fahren. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung, viel Erfolg in euren Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.